Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Ganymede, the show at English Garden. Bei mir ist jetzt Joachim Lang, der künstlerische Leiter von Ganymede. Und Herr Lang, von Ihnen würde ich jetzt gerne mal wissen, wer kam auf die Idee, dieses großartige Theater aufzuziehen? Sie selbst? Also ich selber habe schon einige Projekte in dieser Art gemacht in den letzten Jahren, unter anderem mit Herrn Witzigmann, mit Herrn Wohlfahrt in verschiedenen deutschen Städten. Hier in München hat die Idee der Herr Franz Abraham gehabt mit seiner Firma Art Concerts, der hier große Spektakel auch auf dem Königsplatz veranstaltet. Und der sagte eines Tages, wir wollen die Dinnershow mal ein bisschen neu erfinden und wir machen hier was ganz Spezielles. Und ich habe mich sehr gerne überreden lassen, da mitzumachen. Wie lange dauert es denn, wenn man so eine Idee hat, bis alle Proben da sind, bis alle Künstler fertig sind, soweit, dass sie auftreten können, bis es dann wirklich eine Show ist, die man zeigen kann? Wie lange dauert sowas, bis das Baby, sage ich mal, gereift ist? Ja, also das funktioniert so, dass man natürlich erstmal ein Casting hat und das sollte man früh genug machen, dass man so tolle Künstler, wie wir sie haben, überhaupt noch kriegt und dass sie nicht irgendwo anders auf der Welt unterwegs sind. Und das geht ja von der Mongolei, von Ulaanbaatar über Moskau bis nach Las Vegas und weiter nach, bis nach New York und so weiter und so fort. Die Künstler kommen ja aus der ganzen Welt und da sind sie dann auch und bereiten, soweit das geht, erstmal vor Ort ihre Sachen vor und irgendwann kommen sie hier zusammen in München. Und dann hat man so 5-6 Tage Zeit und dann baut man so eine Show hier zusammen, in so einer kurzen Zeit, in Tag- und Nachtschichten. Wie schafft man es denn, wirklich an so Spitzenleute zu kommen, wie Sie es geschafft haben? Also sei es bei den Künstlern, sei es in der Küche, da zählt nicht nur das Geld, nehme ich mal an. Wie schafft man es, an die Leute ranzukommen? Naja, also die Küche ist nicht mein Verdienst, das hat der Veranstalter gemacht und ich denke, mit Dieter Müller hat er da die beste Wahl getroffen überhaupt. Das ist wirklich einer der kreativsten und ungewöhnlichsten Spitzenköche. Ja, ich selber habe im artistischen Bereich sehr, sehr viel Erfahrung und kenne natürlich weltweit eine Menge Artisten. Und dann muss man da ein bisschen rumtelefonieren, um halt dann die zu finden, auch die zusammenpassen und so eine Show gut zusammen gestalten können. Ich denke, das wird Ihnen schon gelungen sein. Ich bin gespannt auf den Abend. Wird es Ganymede denn nur in München geben oder gehen Sie auch auf Tour in andere Städte? Also soweit ich weiß, würde der Produzent das sehr gerne machen. Sowas ist unter der Decke sozusagen im Gespräch, soweit ich das mitbekommen habe. Das liegt natürlich nicht in meinen Händen, aber wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn die Sache hier weiterreisen würde und über das ganze Jahr gespielt würde in Deutschland oder vielleicht auch im Ausland. Ich bin gespannt. Jetzt sind Sie ja bei uns hier in München auch über die Jahre, sprich an Weihnachten und Silvester. Können Sie uns da schon ein bisschen was verraten? Gibt es ein spezielles Weihnachts- bzw. Silvesterprogramm oder Menü? Also es gibt erstmal natürlich ein ganz spezielles Weihnachtsmenü, was dann der Jahreszeit angepasst wird. Soweit ich weiß, wird das ab dem 28. November der Fall sein. Wir werden mit Sicherheit musikalisch die Menschen auch auf Weihnachtsstimmung hier einstimmen. Und wir haben eine ganz tolle Band aus New York geholt, aus Harlem. Und diese schwarzen Musiker, die wir hier haben, die sind zum Beispiel auch sehr, sehr bewandert im Bereich Gospel und all diese Dinge. Das heißt, da werden wir mit Sicherheit was draus machen hier in der Weihnachtszeit. Und wir werden noch einen ganz speziellen neuen Act ab Ende November hier haben. Was das sein wird, das wird aber jetzt noch nicht verraten. Das werden wir dann früh genug veröffentlichen. Bei mir jetzt Gloria Gray. Sie wird heute Abend moderieren, sprich Sie durch den Abend führen. Frau Gray, können Sie bitte unsere Zuschauer mal so ein bisschen neugierig auf Ganymede machen? Was wird uns heute Abend erwarten? Die Zuschauer erwartet ein internationales, artistisches und kulinarisches Spitzenprogramm der allerersten Güteklasse. An meiner Seite quasi nur die Besten der internationalen Unterhaltungsszene. Was ist Ihr persönliches Highlight? Worauf freuen Sie sich jeden Abend neu? Aufs Schminken. Das ist mein ganz persönliches Highlight. Und ansonsten auf alle meine Kollegen, diese fabelhaften Artisten, Clowns, Musiker auf der Bühne. Okay. Was gibt es bei Ganymede, was es bei Pomp Duck oder bei anderen vergleichbaren Programmen nicht gegeben hat? Me, myself
And I, Gloria Gray, the one and the only. Und warum ist Gloria Gray so special? Haben Sie schon mal eine Kopie von mir rumlaufen sehen? Ich bin Nein. einmalig, gute Frau. Überzeugen Sie sich davon, wie einmalig ich bin. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Sie halten jetzt das Programm von Ganymede in Händen. Was verrät das dem Zuschauer? Was erfährt man aus dem Programm so im Vorhinein schon mal so ein bisschen? In etwa die Mitwirkenden, was es Leckeres, Schmatzigudi Feini von unserem Starkoch Dieter Müller gibt und die Namen der Artisten. Den Rest mache ich während des Programms. Und davon verraten Sie uns wahrscheinlich jetzt gar nichts, nehme ich an, oder? Nein, aber ich erlaube Ihnen ein bisschen zu filmen, nur für City Info, ganz exklusiv für die Zuschauer von City Info dürfen Sie jetzt quasi ein Auge in die Show schmeißen. Na, das werden wir doch gleich mal tun. Herzlichen Dank. Viel Spaß, bis gleich. Normalerweise haben Sie hier den ganzen Abend eine ganze Menge voll zu tun, die Künstler nämlich. Jetzt habe ich mir aber einen davon geholt, nämlich den McDonaldi. McDonaldi, erzähl mir doch bitte mal, was ist deine Aufgabe, was machst du hier in Ganymede? Aha, erstmal einen guten Abend. Hier in Ganymede, ich mache eine Show mit Seifenblasen. Alles, was kann man machen mit Seife und Wasser. Und das ist eine große Seifenblasen, eine große Show. Und lass dich überraschen heute Abend. Aber sonst, ich bin auch Tauberei mit viel Publikum hier. Wie ist denn das Münchner Publikum? Welche Erfahrung hast du? Sind die nett oder eher nicht so? Sie sind sehr nett. Richtig sehr nett. Was sollst du jetzt auch sagen zu mir als Münchner? Nein, sie sind richtig sehr nett. Ich bin gespannt, weil ich habe gemacht viele Reisen in ganzer Welt und ganz Deutschland und überall. Und das ist erstmal in Varieté wie Ganymede hier in München, aber haben wir richtig sehr nettes Publikum. Es sind sehr viel Applaus. Kannst du unseren Zuschauern ein bisschen was von den anderen Programmpunkten verraten? Mach sie mal so ein bisschen neugierig. Was gibt's heute noch bei Ganymede, außer McDonaldi? Aha, ich kann nichts alles sagen. Gibt viele Überraschungen, gibt Tauberei, Comedian, Seifenblasen. Und gibt auch zwei, drei Sachen, sie sind richtig gut, aber leider, ich kann nichts sagen. Kommen hier und dann sie sind was großes Geheimnis. Das ist Geheimnis. Aber ja. McDonaldi, ja. Verrat uns trotzdem bitte, was macht einen guten Comedian wie dich aus? Was muss der haben? Was muss der können? Was muss können? Erstmal muss immer sehr nett mit Publikum, egal wie das Publikum. Auch wenn Publikum ist nichts gut, aber trotzdem muss er immer sehr nett, immer lachen, immer lustig und ja. Muss immer. Aber was machst du, wenn du mal traurig bist? Wie schaffst du es trotzdem, lustig zu sein? Muss vergessen, muss alles vergessen, weil hier mit Publikum, weil Publikum kommen hier zum Vergessen, die Probleme und alles. Kommen hier zum Spaß machen, zum einen schönen Abend und lustig und ich bin da zum glücklich machen Publikum und alles, weil haben genug Probleme in seinem Leben. Ich muss es machen, das egal wie. Ich freue mich drauf.